Hallo zusammen. Es ist schon fast 2 Monate her, wo ich das letzte Video über Gardasee gemacht habe, in der schönen Welt von Google Earth VR. Da die Fragen sich immer wieder wiederholen, es ist eine Applikation, die man nur über den PC anmachen kann. Bedeutet PC VR, über Steam könnt ihr das Ganze installieren und euch die wunderschöne 3D-Welt anschauen. Wie ihr schon im Videotitel entnehmen könnt, schauen wir uns die 7 neuen Weltwunder an. Ich gehe ganz kurz noch auf die 7 alten Weltwunder der Antike ein. Ursprünglich wollte ich tatsächlich das Video darüber drehen. Ja, man redet ja nicht umsonst über die Antike und in der Google VR gibt es leider wenig darüber zu sehen, weil natürlich so ziemlich vieles zerstört oder gar nicht mehr existiert. So bin ich tatsächlich ausgewichen auf die neuen 7 Weltwunder. Und jetzt müssen wir uns tatsächlich nochmal anschauen, warum überhaupt 7 neue Weltwunder? Und wie ist das überhaupt zustande gekommen? Und ja, es gab tatsächlich eine Wahl, wo man über 200 Bauwerke zur Auswahl hatte und ca. 20 Millionen Internetnutzer haben abgestimmt. Und ermöglicht hat das ein Schweizer, Bernhard Weber, gründete die Stiftung New Open World Foundation. Und fast wäre natürlich was von Deutschland dabei, und zwar auf Platz 8, Schloss Neuschwanstein. Verpasste den Einzug in die Liste nur knapp und wurde auf Platz 8 gewählt. Nichtsdestotrotz sind die 7 tatsächlich wunderbare Bauwerke. Eins davon habe ich schon besucht. Ich habe das ganze Video schon aufgenommen und die Rohdatei belief sich auf fast 2 Stunden, wo ich die Sachen auch erklärt habe. Irgendwann habe ich gesagt, okay, das Video wird einfach viel zu lang und habe angefangen, radikal runter zu kürzen, bedeutet, viele Auszüge habe ich einfach nur eingeblendet. Somit, falls euch was interessiert, einfach auf Pause drücken und nachlesen. Mit diesem Video wollte ich nur eins bewirken, um euch zu zeigen, wie sehen die Weltwunder tatsächlich in der VR-Welt aus und welche privaten Bilder teilweise es noch zur Verfügung gibt. Welche 3D-Modelle können wir uns von oben anschauen? Und das sagt dieses Video ganz gut aus. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, so viel Information wie möglich einzublenden, aber auch nur so viel, dass wir uns tatsächlich das noch anschauen können. Da nur die wenigsten bis zum Ende schauen und das Video wirklich sehr zeitintensiv war, würde ich mich freuen über eine positive Bewertung. Viel Spaß mit dem Video. Ich bin wieder zurück in meiner wunderbaren Welt. Die Betonung liegt auf meine, zumindest meine VR-Welt. Die Sonne, geh weg, es ist schon Abend. Schaut mal. Ah. Ja, wir haben keine Zeit. Wir fangen an. Das erste neue Weltwunder ist Chichen Itza suchen. Chichen Itza. Ja, wie ihr schon seht, nicht überall haben wir diese 3D-Einsicht. Leider ist das Google Car hier auch noch nicht so durchgefahren. Und wer weiß, ob die da überhaupt durchkommen oder dürfen. Chichen Itza, eine der größten Städte in Maya, die einst das Zentrum von Yucatan von Mexiko dominierten. Chichen Itza ist bekannt für die beeindruckende Kulkan-Pyramide, war ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum der Maya. Und jetzt fliegen wir mal zu dieser Stufenpyramide. Und ja, leider kann ich euch hier nur die Bilder der Einheimischen zeigen, aber es reicht ja auch schon. Auch ich habe sie besucht. Ich werde euch natürlich zu der Pyramide einige Daten und Fakten einblenden. Da wir noch 6 weitere Weltwunder sehen müssen, würde ich vorschlagen, wir schauen uns gleich die Bilder an. Wow, es ist immer noch atemberaubend. Es ist schon über 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal mir Bilder angeschaut habe von dieser Pyramide, beziehungsweise sie live gesehen habe. So wie ich damals gehört habe, konnte man ganz früher noch die Stufen nach oben gehen, bis ja, mehrere ums Leben gekommen sind, was auch verständlich ist, dass man das gesperrt hat. So ganz sicher sah es mir auch nicht aus. So wie ich das noch in Erinnerung hatte, haben alle Stufen von aller Himmelsrichtung 91 Stufen und ich glaube die nördliche war das, die 92 hatte und zusammen addiert sind es die 365 Tage. Und das umfasste ja natürlich den Kalender von Maya, so wie auch unseren
365 Tage im Jahr. Bloß hatten die eine leicht andere Berechnung. Ist gar nicht so viel los. Ich kann schwören, bei uns war damals deutlich mehr. Aber erstaunlich, dass man sich hier frei bewegen kann. Also war das Google Car doch hier? Ach, das war ja komplett beschädigt, ja, die eine Seite. Aber schön, dass man das so detailliert noch sehen kann. Ich war schon enttäuscht von der 2D-Optik oben. Oh ja, kaufen, kaufen. Tourismus. Schön. Genau hier neben der Pyramide war, so wie ich mich noch erinnern kann, ein Bereich, wo die Sport ausgeübt haben. Mussten die den Ball durch diese Ringe treffen. Und natürlich ist es ganz, ganz schwer. Zumal die durften, glaube ich, keine Hände benutzen, sondern natürlich mit anderen Gliedmaßen. Und die Mannschaft, die verloren hat, ja, die wurde geopfert. Ob das jetzt nochmal stimmt, muss ich nachlesen. Aber tragisch. Ich verstehe nicht, warum ich 13 Stunden geflogen bin. Ich hätte mir auch die Bilder anschauen können hier. Nee, es ist fantastisch, dass man hier die Möglichkeit hat, sich frei zu bewegen. Natürlich hat man jetzt nicht die gleiche Sicht, wie wenn man vor Ort wäre. Hey, 2012 ist das Material. Warte mal, 2012? Ich glaube, ich war auch 2012. Nee, Quatsch, ich war später. Also ihr könnt euch tatsächlich auf dieser Fläche frei bewegen. Genau. Und zweimal im Jahr habt ihr die Möglichkeit, beim Sonnenuntergang oder Aufgang durch den Schatten hier vorne, durch dieses Gewölbe hier vorne, spiegelt es quasi wie so eine Schlangenform. Und der Schattierung hier, und das ist ja der Kopf von der Schlange. Ah, wieder interessant, das alles mal zu sehen. Ja. Gut, gehen wir mal kurz in die Stadt noch. Was war hier nochmal? Das war nur ein Weg. Ja, schade, dass das Kartenmaterial nicht so gut dargestellt ist. Ja, die leben ja auch natürlich von dem Tourismus. Das ist klar. Chichen Itza. Haben wir noch ein paar Bilder? Na gut. Ja, so war das bei mir auch ungefähr von der Dichte. Dass hier vor Ort alleine vor der Pyramide steht, würde nur mit einem KI-Tool funktionieren. Erstaunlich, das sieht so toll aus. So, wir sind wieder bei Rio de Janeiro, dem zweiten Weltwunder. Und zwar diese wunderschöne Statue. Und zwar ist es die Christusstatue. Rio de Janeiro habe ich ja schon ein Video gemacht. Auch da ist schon diese wunderschöne Statue vorgekommen. Falls ihr euch für Rio de Janeiro interessiert, natürlich könnt ihr das Video auch dazu nochmal anschauen. Auch hier blende ich jetzt von der Christusstatue ein paar Daten, Fakten ein. Und pausiert gerne das Video, lest es euch durch. Auch hier schauen wir uns einfach nur die Bilder an der wunderschönen 30 Meter hohen Statue. Ich war überwältigt, wo ich das erste Mal diese Bilder hier gesehen habe. Im Hintergrund habe ich schon mal gelesen, dass ursprünglich es so geplant war, dass auf der rechten Seite ein Kreuz in der Hand gehalten wird und auf der linken Seite die Weltkugel, dem Planeten Erde. Und am Ende ist es jetzt doch so geworden. Auch hier sehr gut besucht.
Ja, ihr werdet hier definitiv nicht alleine sein. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, Rio de Janeiro in der VR-Welt zu besuchen. Es ist wunderschön, auch sehr gut dargestellt, also sehr gut für die Verhältnisse, die wir aktuell noch haben. Die Bilder dazu könnt ihr euch ja separat anschauen. Also man hat definitiv von jedem Blickwinkel ein Bild, auch auf Rio de Janeiro, hier noch seitlich. Und was halt hier so atemberaubend ist, ist auf jeden Fall die Aussicht. Wow. Toll. Ja. Sehr gut besucht. So, wir fliegen weiter. Und ich glaube, dieses Bild wird ja jetzt jeder erkennen. Das ist das wunderschöne Kolosseum in Rom. Leider habe ich mir das noch nie angeschaut. Bin schon ein paar Mal durch Italien vorbeigefahren. Leider noch nicht geschafft, explizit dahin zu fahren. Das Kolosseum jetzt, mein drittes Weltwunder. Auch hier blende ich euch einfach Daten, Fakten ein. Auch hier möchte ich mir noch weitere privaten Bilder anschauen. Ich stelle gerade nur fest, wie schön Rom aussieht in der 3D-Welt. Ich glaube, ich müsste das nächste Video mal Rom präsentieren. Natürlich könnt ihr auch selber Vorschläge machen, welche Stadt ich besuchen soll, kann, falls die Videos überhaupt noch gut ankommen. Schauen wir mal. Wow. Wunderschön. Ich habe mal gelesen, dass die ganzen Materialien, also Steine, 30 Kilometer hierher transportiert worden und sehr, sehr viele Menschen an diesem Bauwerk tätig waren. Man muss sich mal einmal reinversetzen, was früher hier alles passiert ist, sportlich gesehen, im Rahmen der Unterhaltung der damaligen Zeit. Auch hier kann ich mich frei bewegen, so wie ich sehe. Okay, auch hier relativ überlaufen. Ja, ich finde es toll, dass hier wenigstens ein paar detailliert hochauflösende Bilder gibt. Kann ich mich hier bewegen? Ja. Oh, jetzt sind wir kostenlos durchgelaufen. So wie ich sehe, man kann drumherum einmal durchlaufen. Also wenn man überlegt, jedes Stadion, was wir aktuell haben, ist ja ungefähr ein Ebenbild von dem Kolosseum. Weil im Endeffekt hat es die Leute zusammengebracht. Man hat sich sportliche Spiele angeschaut, die damals ganz, ganz, ganz früher zur Tode geführt haben, aber irgendwann mal hat ja die Kirche das nicht erlaubt, ja, diese barbarische Kämpfe, und da wurde halt normale sportliche Aktivitäten ausgeübt und die Völker und die Menschen zusammengebracht. Also Rom gefällt mir, muss ich nochmal hin. So, im nächsten Gang haben wir die chinesische Mauer. Da habe ich auch schon einiges darüber gelesen. Ich hoffe ja selber, dass ich das irgendwann mein Leben selber erleben kann. Die chinesische Mauer.
Leider ist es auch ein paar Kilometer von mir entfernt und die Reise, so wie ich das mitbekommen habe, ist sehr kostenspielig. Kann man das mit einem E-Scooter auch bewältigen? Ich meine, wie lange läuft man hier von Etappe zu Etappe? Bis da, also wenn das jetzt ein Berg ist, dann muss man ja diesen Berg erklimmen, oder? Also, oder sieht es nur so auf den Fotos aus? Nee, das ist tatsächlich ein Berg. Also sehr, sehr, sehr viele Stufen. Muss man hier ein Triathlon-Athlet sein? Also mit den Kindern kann ich hier definitiv nicht hin. Hä? Mit dem Buggy komme ich da nicht durch. Wow, gehen wir mal ganz nach oben, haben wir dann dementsprechend auch die Aussicht dazu? Nee. Ja, die chinesische Mauer ist ja nicht durchgehend intakt, oder? So wie ich das mal gelesen habe. Also erstens kommt man da nicht überall hin, so wie ich sehe. War hier jemand und hat noch ein Foto geschossen? Vermutlich verbotenerweise. Sieht jetzt nicht aus wie ein Weg. Aber schaut euch mal das an, da will ich noch hin. War jetzt hier das Häuschen? Hier? Okay, ich glaube, das ist auch nicht offiziell. Aber hier kann ich mich frei bewegen. Schaut euch mal die Aussicht an. Wow. Also wenn man die Mauer am Stück laufen würde, würde man einen Halbmarathon hinlegen. Hat das schon jemand mal probiert? Die Aussicht ist wunderschön, wirklich. Hier noch ein Drohnenshot. Also ich hätte wirklich starkes Interesse. Zwar wäre das sportlich auf jeden Fall eine Herausforderung, aber so wie ich auf den Bildern gesehen habe, sind ja auch ältere Menschen dabei und vermutlich gehen die nur ein Stück. Meine Güte, was für ein logistischer Aufwand, diese Mauer hier zu bauen. Gut, ich werde jetzt nicht die kompletten über 20 Kilometer verfolgen. Geh mal weiter. So, kommen wir zum fünften Weltwunder in Peru. Und zwar das Machu Picchu. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe es falsch ausgesprochen. Eine Stadt, die im 15. Jahrhundert hier auf diesem Berg irgendwie aufgebaut wurde. Und ja, wir reden von einer ganzen Stadt, einer Ruinenstadt, fast bei senkrechten Wänden. Und das ist wow. Oh, auch hier kann ich mich frei bewegen. Toll. Wow. Kann ich da rein? Hey! Ich kann mich hier komplett frei bewegen. Wahnsinn, oder? Wir haben das die Inka geschafft, das hier einfach so aufzubauen. Ich weiß es nicht. Wir reden ja immer noch 15. Jahrhundert senkrecht. Jetzt okay, jetzt können wir sagen, okay, vor 2.000, 3.000 Jahren wurden die Pyramiden aufgebaut, wieso stellen wir uns da nicht die Frage? Und ja, da stelle ich mir auch die Frage, wie ist sowas möglich? Wow. Wahnsinn. Wie akkurat und sauber noch aufgestellt wurde. Wisst ihr, wir reden hier über einen Berg.
Das zeigt jetzt ungefähr das Ausmaß. Schaut euch mal die Wände da vorne an. Die sind senkrecht. Und dann, wenn ihr irgendwelche Witterungsverhältnisse habt, starken Wind, Regen, also in meinem Kopf ist es fast unmöglich, das hier aufzubauen. Im Endeffekt müssen ja die Steine auch hier hoch. Und ich glaube nicht, dass es damals Aufzüge und Flugzeuge gab. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert, hier mehr Zeit dazulassen. Ich glaube, hier auf dem Berg ist noch mal was, oder? Nee. Also schaut euch mal hier die Stufen an, wie es hier nach oben geht. Das ist ja Selbstmord. Auch hier kann ich mich frei bewegen. Wow, da, schaut euch das mal an. Natürlich waren die damals im besseren Zustand, aber hallo Tod. Okay. Wunderschön. Vermutlich werde ich das live in meinem Leben nicht erleben. Das wäre finanziell. Würde ich gerne Peru sehen. Dazu müsste mir jemand diese Reise spendieren. Schön, wirklich. Wunderschön. So, kommen wir zu einer weiteren Ruinenstadt, und zwar Petra in Jordanien. Petra District. Wow. Was für gut auflösende Bilder noch. Ursprünglich ein Handelszentrum von sehr vielen Routen, bis man irgendwann mal natürlich die Meere dazu benutzt hat. Na ja, okay, hier sieht man ein bisschen was. Hier könnte ich mich jetzt frei bewegen. Möchte dahin. Sieht auf jeden Fall wie eine Straße aus. Mal schauen, ob ich näher komme. Auf jeden Fall vom Tourismus wird ja hier nicht viel mitbekommen. Die paar Menschen, die hier rumlaufen, sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von der Umgebung. Ein paar Militärfahrzeuge, so wie ich das sehe, die das vermutlich bewachen. Auf jeden Fall die Größe der Stadt ist bemerkenswert. Und wenn man überlegt, das war ja so gesehen ein Handelszentrum, wo sehr viele unterschiedliche Völker einen Austausch getätigt haben. Teilweise auch schade, dass so was Wunderschönes einfach aufgrund neuer Wegen nicht mehr interessant geworden ist.
Ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man hier überhaupt reinkommt. Ganzen Militärfahrzeugen. Als Europäer. Sieht zumindest nicht so aus. Bin aber erstaunt, dass man hier sich frei navigieren kann. Also falls ihr mal das hier besuchen wollt und einfach aus der Ferne ein paar Bilder anschauen. Hey. Interessant ist es auf jeden Fall. Aber man sieht schon, also ein bisschen Tourismus hat man hier. PV-Anlage mit Strom, irgendwelche Gastronomen hier. Ein bisschen Tourismus. Und ich sag mal, wenn man hier ein paar Sachen verkauft, dann hat man hier definitiv ein paar Touristen. Vor allem, warum sollte man es sonst auf Englisch deklarieren? Wow. Gut. Mich interessiert es, ob ich da irgendwie reinkommen kann oder andere Bilder von innen sehen kann. Nee, kann ich nicht. Schade. Aber auch das reicht mir schon. Und den Weg kann man auch weiterhin bestreiten. So, kommen wir zum letzten Weltwunder und zwar das Taj Mahal. Auch hier habe ich leider keine 3D-Optik, aber braucht man auch nicht. Es gibt hier sehr viele private Bilder und zwar wow. Ich finde das Bauwerk wunderschön. Dieser weiße Marmor. Also man kann hier komplett durchlaufen und dieses wunderschöne Bauwerk auch anschauen. Von allen Seiten. Wow. Schauen wir mal, ob wir irgendwie eine Optik von innen noch haben. Auch hier kann man sich frei bewegen. Das erstaunt mich jetzt. Tatsächlich kann ich mich hier frei bewegen. Wahnsinn. Trotzdem würde ich das auch gerne mit eigenen Augen sehen. Ist ja Indien, ist ja um die Ecke. Also ihr könnt tatsächlich einmal um das Gebäude laufen. Ich hätte das wirklich nicht gedacht. Wahnsinn. Thank you.
Das ist jetzt nun mein 7. Weltwunder und ich bin einfach nur baff. Ich kann das Video bloß nicht noch weiter in die Länge ziehen. Ich wollte euch diese VR-Optik zeigen. Hier habt ihr sie. Bitteschön. Ich bleibe noch weiterhin hier und versuche das Video kurz zu halten. Das waren die 7 neuen Weltwunder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gerne könnt ihr das Video bewerten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.